kommst du damit klar? Womit denn, Hendrix? Mit der Tatsache, dass Leute wie wir, unsere früheren Freunde, zu Verrätern geworden sind. Und dass wir sie verfolgen. Sie haben geheime Daten weitergegeben, anhand derer unsere Feinde wussten, wann und wo sie zuschlagen mussten. Sie haben der CIA das Singapur-Desaster zugeschoben. Ihre Handlungen haben das ganze VR gefährdet. Also ja, ich komme damit. Unsere DNI-Verschlüsselung ist nicht mehr sicher. Jeder Kontakt mit dem WA könnte die Operation der Alliierten noch mehr gefährden. Ab jetzt wird der Stecker gezogen. Wir sind auf uns gestellt. Wir wissen, dass Taylor nach Überlebenden des Geheimprojekts sucht. Sebastian Krüger ist abgetaucht. Verbleib unbekannt. Dr. Salim hingegen ist am Leben, und zwar in Kairo. Unsere Freunde der ägyptischen Armee haben ihn in der Ramses-Station. Einer der wenigen Orte, die nicht in NRC-Hand sind. Bist du noch da? Ja, ich war nur ganz kurz weggetreten. Ist eine gute Idee. Wir haben eine schlechte Lage gegen eine andere getauscht. Ja, zum Glück habe nicht nur ich ein Déjà-vu. Wir kämpfen auf verlorenem Posten. Taylors Daten helfen dem NRC beim Anvisieren strategischer Schwachpunkte der ägyptischen Militärverteidigung. Sie machen schnell Boden gut. Zivile Verluste sind hoch. Kairo steht kurz vor dem Zusammenbruch. Hoffentlich redet dieser Doktor bald und verrät uns etwas Hilfreiches. Das wird er. Man versteckt sich nicht in Kairo, außer man möchte dringend vor etwas fliehen. Lieutenant Khalil? Wir haben euch erwartet. Wir haben den Gefangenen. Danke für die Hilfe. Obwohl wir offiziell ja gar nicht existieren. Schön, dich zu sehen, Khalil. Wir hatten auf Verstärkungen gehofft. Drohnen, Roboter, Munition. Irgendwas. Die Ressourcen des Winslow-Abkommens sind infolge des Geheimnisverrats überfordert. Aber wir haben größere Probleme. Der Gefangene hat vielleicht Informationen über die Männer hinter den jüngsten NRC-Angriffen. Wenn wir sie fassen können, können wir eurer Armee mehr Unterstützung bieten. Direkter ausgedrückt ist die Lage für uns alle beschissen. Ihr braucht Hilfe? Stellt euch an. Zum Glück konnten wir Dr. Salim vor dem NRC-Angriff festnehmen. Seid gewarnt. Wir können seine Sicherheit nicht viel länger garantieren. Keine Angst. Ich brauche ihn nicht lange. Unsere Ausrüstung ist zu schwach für die NRC-Roboter. Wie ist Ihre Einsatzstärke? Weniger als 1000 Mann. Ein Dutzend Panzerfahrzeuge und eine Vitol-Staffel. Wichtige Vorräte sind knapp. Wie haltet ihr das nur durch? Bedankt euch bei Raúl Menéndez. Was? Raúl Menéndez war ein selbstherrlicher Heuchler, der dachte, er könne die Welt verbessern, indem er alles zerstört. Seit den Angriffen von 25 bilden die Nationen des Winslow-Abkommens ein Drohnenabwehrbündnis. Direktenergie-Antidrohnensysteme schützen alle wichtigen militärischen, zivilen und industriellen Ziele der Verbündeten. Die Dads sind der Grund, warum wir noch hier sind. Kann sein, nur das ist nicht Menéndez Verdienst. Der Penner hat bekommen, was er verdient. Wir
Wir richten eine temporäre Überwachung ein. Ein Zugang zum WA-Kommando fehlt, aber ihr könnt unsere Systeme nutzen. Der Doktor befindet sich in unseren Verhörräumen. Vielen Dank für die Unterstützung, Lieutenant. Danke. Scheiße! Vielleicht sollte Kane dich doch untersuchen. Hör zu, wenn ich eine Untersuchung brauche, frage ich den Doktor. Kane, womit haben wir es zu tun? Das NRC mobilisiert Truppen in der ganzen Stadt. Sie sammeln sich an Schlüsselstellen rund um den Bahnhof. Das ist ein Angriff. Zeigen wir es ihnen. Verbinde uns mit dem ägyptischen Kommando. Ramses 1-1. Oberstes Ziel ist der NRC-Konvoi Richtung östlichem Kontrollpunkt. Ankunft in einer Minute. An alle Notfallverteidigungseinheiten, die Position verstärken. Verstanden. Benötigen Vitol-Transport, um die Trucks rechtzeitig zum Kontrollpunkt zu bringen. Bestätigt. Vitol-Transport auf dem Weg.
Wir müssen uns beeilen! Wichtige Positionen, darunter die Metrotunnel unterhalb des Kontrollpunkts, sind vermint. Sprengung ist der letzte Ausweg. Das ist nicht unser Krieg, Lieutenant. Wir wollen nur unseren Gefangenen. Verlieren wir den östlichen Kontrollpunkt, gibt es keinen Gefangenen. Verstärkungen in 5 Minuten. Noch zwei. Deckung nicht verlaufen, ja. Bin in Position. Stachel am Ziel. Spreng ihn. Noch einer. Das war's. Der letzte. NRC-Verstärkungen nähern sich. Ankunft in 1 Minute. Es sieht fast so aus, als wollten sie uns vom Bahnhof fernhalten. Aber warum? Halt! Ich glaube... Angriff! Durchbruch beim Ramses-Bahnhof! Kane! Geht es dir gut? Es war Taylor. Sie haben Dr. Salim. Kane, wie hat Taylor Salim gefunden? Woher wusste er, dass wir ihn haben? Verheimlichst du uns irgendwas? Sie sagt die Wahrheit, Hendrix. Taylor, bist du es? Ich weiß nicht, was zur Hölle hier los ist. Oh doch. Du weißt alles. Du weißt es nur noch nicht. Kane, kannst du ihn orten? Nicht von hier. Kehre zurück zum Unterschlupf. Thank you.
immer noch im Eimer. Ihr müsst einen Weg finden. Kane, da vorne ist ein Verbündeter. Suche Lebenszeichen. Das Lebenszeichen reicht. Granate geworfen! Greife an! Hey, brauch ein wenig Hilfe. Bereit? Eins, zwei. Deckung suchen, los! Zerstört sie! Angegriffen! Recall abgeschossen! Kein Sichtkontakt zu feindlicher ASB! Scheiße! ASB ist funktional und in Bewegung! In Deckung! Kein Sichtkontakt zu feindlicher ASP. Scheiße, ASP ist funktional und in Bewegung. In Deckung.
sein! Vorsicht! Ausschalten, bevor die Raketen ernsthaften Schaden anrichten.
Das ist der letzte. Warte.